guter Schnitt, mein Freund. Oh, Istenem. Wer bist du? Ich bin du, aber auf dem Sofa. Cool, aber warum sitzt du dann auf dem Sofa und bist du nicht in meinem Kopf? Ich bin doch in deiner Kopf. Du kannst mich ruhig als Erinnerung nennen. Erinnere mich aber woran? Ach Mensch, du darfst nie wieder die ganze Nacht deine Serie schneiden. Hast du schon mal dein viertes Kaffee getrunken? Nein, ich hab noch nicht, aber es ist erst nur 12 Uhr, ich kann das ruhig trinken. Okay, aber du sollst deine Vorstellungsvideo schreiben. Nein, will ich nicht. Doch, das ist keine Frage. Ich gehe zurück zu deinem Kopf. Also, sollte ich von mir erzählen? Okay, womit könnte ich doch anfangen? Sollte ich einfach reinhauen, wer ich eigentlich bin? Guten Tag, ich heiße Robin Chudo und ich bin 20 Jahre alt und ich arbeite als Freiwilliger hier beim offenen Kanal Wettin. Ich komme aus Ungarn, da wohne ich in Budapest, das ist die Hauptstadt von Ungarn. Mein Ziel war immer im Firmenbereich zu arbeiten, deswegen habe ich in meiner Heimat den Strong Youth Production, eine Amateurgruppe organisiert. Mit denen arbeiten wir jetzt unsere erste Serie. Ja, wie gesagt, ich bin ein Regisseur, Drehbuchschreiber, ich bin ein Lehrer und ich bin ein Mensch und ich bin, ja. Nein, das wäre zu kompliziert. Na gut, besser euch nicht zu belasten. Ihr seht es schon an unserer kleinen Welt. Sie scheint friedlich, oder? So sorglos. Also, hier bin ich vor 20 Jahren angekommen. Ich habe vor mir die unabsehbaren Möglichkeiten der Tage gesehen. Alles hatte sich so glücklich angefühlt. Ich habe schon damals gedacht, dass alles so schön ist, so großartig und ich anfangen muss, es zu genießen. Beginn doch, fang doch an. Endlich hat es sich herausgestellt, dass alles viel beängstigender ist, als ich gedacht habe. Die Tage kamen und gingen und ich sollte doch den Erwartungen gerecht werden. Der Druck wurde immer größer, ich sollte immer weiter machen, die Tage kommen und ich zähle noch nicht. Wann werde ich was erreichen? Wann werde ich den Erwartungen gerecht? Wie ist das Leben doch ausgedacht? Was ist der Sinn? Ja, der alte Freund da oben hat es sich doch gut ausgedacht. Sorry, ich wurde von meinen Emotionen geleitet. Ich beginne erneut. Also, erstmal habe ich nur das Leben bemerkt. Dann habe ich erfahren. Und naja, es gab Tage, an denen ich die Kraft verloren habe. Als ich aber mutig war, meine Augen zu öffnen, ist mir ganz viel von den Tagen bewusst geworden. Die Welt hat sich nicht verändert, nur meine Ziele. Ich begann mich zu bilden. Jetzt bin ich zufrieden und bemerke das Leben. Nur eine Stimme bleibt in meinem Kopf. Dieser komische Schaffensdrang. Cool, ich bin fertig. Nein, lass mir noch was erzählen. Komm bitte nicht mehr mit deinen Gefühlen vor. Danke. Also wie gesagt, ich bin Robin, Regisseur, Mensch, aber egal. Was möchte ich einfach erreichen? Was ist mein Ziel? Einfach Gleichwertigkeit. Dass nie wieder ein Kind seine Ziele aufgibt, weil es erstmal schwierig scheint. Dass das Leben in den Firmenbereich nicht ein qualvoller Weg, sondern der produktive Freiheitlichkeit wird. Ich möchte, wenn wir das zusammen erreichen, ich möchte dem Werkzeug ausbauen. Dann hat es einen Sinn, eine Vorstellungsvideo zu machen. Ich wollte aber nicht mich vorstellen, sondern ein Glauben.
Yay! Das war's? Ja, das war das.